Den nächsten Navigationstabs, den ich gerne mit euch besprechen möchte, ist Bibliothek. In der Bibliothek, ich klicke jetzt auch gleich mal drauf, seht ihr alle eure Designs, die ihr gespeichert habt und zu denen ihr Zugang habt, direkt über euer Programm. Hier ist einmal der lokale Nutzer zu sehen. Wenn ich den anklicke, habe ich hier meine Bibliothek. Diese Folder, Bibliothek, Muster, der Papierkorb und die Schriftarten sind immer vorhanden. Das ist eine voreingestellte eine Sache, also es ist eigentlich immer da, das kann man nicht ändern, das ist immer zu sehen. Ihr könnt dann aber, wenn ihr auf Bibliothek klickt, ihr seht, ich habe hier einige Folder und die sind eben teilweise selbst erstellt. Jüngste Downloads ist auch ein vorgegebener Folder, den man auch nicht umbenennen kann, nicht löschen. Dort landen alle Dateien, die man im Silhouette Store kauft. Wer die Cloud benutzt, darauf komme ich dann gleich zu sprechen, wer die Cloud benutzt, dann werden die Downloads, die Käufe im Silhouette Store direkt in der Cloud gespeichert und nicht mehr beim lokalen Nutzer. Das ist noch von der Zeit, wo ich die Cloud noch nicht verwendet habe. Ganz prinzipiell könnt ihr aber hier die Bibliothek so aufbauen, wie es euch am angenehmsten ist, dass ihr einen Überblick behalten könnt. Ihr solltet eure Designs wiederfinden und das so rasch wie möglich. Ihr könnt also hier, wenn ihr auf die Bibliothek mit der rechten Maustaste klickt, einen neuen Ordner erstellen, den so umbenennen, wie ihr das gerne wollt. Ich habe hier zum Beispiel einen Kursordner erstellt, da kann ich im Laufe des Kurses dann alle Dateien hineingeben, die für uns relevant sind. Und mit einem Klick dann auf diesen Folder weiß ich, hier finde ich alles, was ich brauche, um diesen Kurs zu leiten und zu führen. Wenn ihr einen Folder nicht mehr benötigt, mit der rechten Maus kann man diese auch ganz einfach wieder löschen und die Folder verschwinden wieder. Ihr könnt euch also überlegen, wollt ihr zum Beispiel nach Designern eure Folder benennen, je nachdem von wem ihr die Designs gekauft habt, oder vielleicht nach Anlässen, Geburtstage, Weihnachten, Ostern, nach Themen wie Tiere oder sonst etwas. Also das könnt ihr so machen, wie es für euch am angenehmsten ist, die Datei noch wieder zu finden. Die Cloud funktioniert eigentlich gleich, ist gleich aufgebaut. Wie gesagt, sie unterscheidet sich jetzt vom lokalen Nutzer darin, dass die Dateien in der Cloud eben nicht lokal auf eurem Gerät gespeichert werden, sondern eben extern in der Cloud liegen. Und wenn ihr euch jetzt dann zum Beispiel auf einem fremden Computer anmeldet mit eurem Benutzernamen, habt ihr auf alle Dateien, die in der Cloud liegen, Zugriff. Was sehr praktisch ist, wenn man eben auf mehr als einem Gerät arbeiten möchte, hat man hier immer sofort alle Daten, alle Dateien, die man eben benötigen möchte, zur Hand. Es ist auch sehr empfehlenswert, also ich rate wirklich jedem von euch auch hier und da eine Sicherungskopie aller eurer Designs zu machen. Einfach deshalb, weil vor allem die, die hier lokal gespeichert sind, weil es immer wieder Computerabstürze gibt oder sie werden kaputt und alles, was dann eventuell auf eurer lokalen Festplatte liegt, ist dann verloren. Und um den vorzubeugen, könnt ihr einfach in regelmäßigen Abständen eure Bibliothek exportieren und alle Designs, die hier gespeichert sind und hinterlegt sind, noch einmal separat als Gesamtes speichern, um sie im Falle eines Falles eben wieder einladen zu können, also in die Bibliothek importieren zu können. Und wie funktioniert das jetzt? Es geht ganz einfach. Und zwar müsst ihr hier beim lokalen Nutzer, also ich speichere jetzt alle Dateien, die hier im lokalen auf meiner lokalen Festplatte hinterlegt sind, mit der rechten Maustaste und sage exportiere lokaler Nutzer. Ich klicke das jetzt an und bei mir automatisch voreingestellt ist, dass es im Download-Ordner gespeichert ist. Das ist natürlich Blödsinn. Ich würde mir da jetzt einen Folder suchen, einen Platz auf meinem Computer, wo ich das mal jetzt ablegen möchte. Sichern mache ich das meistens unter meine Bibliothek und ich gebe das Datum vom jeweiligen Tag, an dem ich die Sicherung speichere, schreibe ich dazu, wähle mir den Ort, wo ich speichern möchte, sage okay und ich habe hier eine Sicherung von all meinen Designs, die jetzt nicht einzeln abrufbar ist, sondern ich zeige euch das jetzt mal, wenn ich hier auf meine Folder gehe, habe ich hier Sicherungen Bibliothek. Und das habe ich heute gemacht. Dann habe ich hier so eine Datei, die
Das bedeutet, ich habe nicht Zugriff jetzt auf die einzelnen Dateien, die da drinnen gespeichert sind, sondern es ist wirklich eine Sicherung der gesamten Bibliothek mit allen Dateien und ich kann nur diese gesamte exportierte Datei als Gesamtes auch wieder in mein Silhouette Studio importieren. Das heißt, auf diese Art und Weise habt ihr nicht Zugriff auf die einzelnen Designs, sondern nur auf die gesamte Bibliothek, die ihr jetzt gespeichert habt. Wenn ihr so wie hier zum Beispiel einzelne Dateien speichern wollt, dann müsst ihr das auch wirklich einzeln vornehmen. Sprich, ich öffne jetzt hier meinen Kapitän. Das öffnet sich dann auch in meinem Datenblatt. So. Dann müsstet ihr hier oben, huch, das war natürlich jetzt nicht sinnvoll. Dann geht ihr oben auf Datei in der Leiste und dann auf Sichern als. Und dann könnt ihr euch aussuchen, ob auf der Festplatte oder in der Bibliothek. In dem Fall ist es ja schon bei mir in der Bibliothek gespeichert und ich möchte es auf die Festplatte speichern, klicke ich das an und kann wieder sagen, wohin die einzelne Datei gespeichert werden soll. Das mache ich jetzt aber auch nicht. Also zur Wiederholung, wenn ihr also den ganzen lokalen Nutzer exportieren wollt, rechte Maustaste exportieren, den Speicherplatz suchen und die gesamte Bibliothek dort als Sicherung ablegen. Das sind nicht die einzelnen Dateien. Und ganz gleich funktioniert das auch mit den Cloud-Dateien, also mit allen Dateien, die eben nicht lokal gespeichert sind, sondern eben in der Cloud. Rechte Maustaste und exportieren diese Cloud-Dateien. Ich nenne es dann meistens nicht meine Bibliothek, sondern meine Cloud und auch mit dem Datum des Tages, an dem ich das speichere, damit ich hier auch weiß, was die aktuellste Sicherungskopie ist, die es bei mir zu finden gibt. Dann ist noch wichtig zu wissen in der Bibliothek, dass wenn ihr Dateien kauft im Store, das zeige ich euch jetzt auch gleich, dann könnt ihr hier, klicken wir mal auf Was ist neu, beziehungsweise hier sehe ich eh, hier gibt es einige Dateien, die es schon gratis gibt. Heute ist es dieses Reh oder ein Reh hat ja, glaube ich, gar keine Hörner. Dann ist es halt ein weiblicher Hirsch. Ich weiß nicht. Jedenfalls, es gefällt mir. Es ist Print and Cut. Ihr seht hier einfach die Angaben zu dieser Datei. Ihr könnt dann sagen, ich möchte zusätzlich auch das SVG-Bundle. Das heißt, ihr bekommt dann nicht nur die Studio 3-Datei, sondern auch eine SVG. Ihr seht, es ist kostenlos, es kostet nichts. Und ich füge es mal zum Warenkorb hinzu. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich sagen Checkout. Checkout heißt einfach, ich möchte jetzt zur Kasse gehen und bezahlen. Dann klicke ich da mal drauf. Nach wie vor sehe ich, dass es kostenlos ist, dass ich die SVGs inkludiert habe und auch ganz wichtig, diese Datei ist nur für den privaten Gebrauch gedacht und nicht für einen kommerziellen. Und dann nochmal hier unten rechts auf Kasse. Ich klicke das an, dann sehe ich hier Nutzungsbedingungen, die wichtig sind zu lesen und ein Passwort. Und das ist das Passwort, mit dem ihr euch auch hier im Store anmeldet, mit eurem Konto. Dann müssen wir hier nochmal ganz kurz warten. Und dann gehe ich auf View oder Download Items. Das heißt, ich möchte sie sehen oder auch herunterladen. Ich wähle mir alles aus, sage Download Now. Das beginnt dann, glaube ich, einen Download der SVG-Datei, denn der Silhouette, die Silhouette Studio 3, also Studio 3-Datei, die landet dann automatisch in meiner Bibliothek und nur die SVG wird separat heruntergeladen. Ich mache das jetzt trotzdem mal und gehe jetzt mal hier zurück in die Bibliothek. Und hier müsste ich jetzt, wenn ich in den Bibliotheksordner gehe, hier sehe ich hier jüngste Downloads. Das klicke ich jetzt mal an und ihr seht, automatisch hat sich jetzt die Studio 3-Datei in meinen jüngsten Download-Ordner begeben und ich kann sie hier doppelt anklicken und sie ist dann den hinteren Den Sepia entferne ich jetzt, hier auch schon zu finden. Sie liegt da und ich kann mit dieser arbeiten. Ich gehe nochmal zurück in die Bibliothek. Das heißt, unter jüngste Downloads findet ihr immer alles, was ihr gerade gekauft oder auch gratis euch ausgesucht habt aus dem Silhouette Store. Sollte hier einmal kein Update gemacht werden, könnt ihr mit der rechten Maus hier oben auf euren Namen bei der Cloud klicken und sagen Synchronisieren. Das ist einfach das manuelle Abrufen der aktuellsten
des aktuellsten Standes, und wäre der Download aus welchen Gründen auch immer noch nicht von alleine hier gelandet, dann würde er jetzt hier in diesen Download-Folder kommen. So funktioniert also auch das Speichern der gekauften Dateien aus dem Store. Solltet ihr keine Datei kaufen, sondern ein Muster oder eine Schriftart, dann landet die nicht hier im jüngsten Download-Folder, sondern eben in dem entsprechenden Muster-Folder oder hier unter Schriftarten, und ihr könnt dann sehen, welche Schriftarten ihr gekauft habt. Diese sind dann aber natürlich auch, wenn ihr wieder zurück in Design geht und ihr schreibt jetzt etwas, ich klicke hier das mal an, hallo, und hier rechts ist das Zeichen für die Schriften, dann würdet ihr die Schrift hier auch suchen können und verwenden. Das heißt, die installiert sich auch automatisch bei euch in der Bibliothek, und um zu wissen, welche Schriften ihr über Silhouette Store gekauft habt, müsst ihr dann einfach hier draufklicken und seht dann rechts auch die Schriften alle gelistet, die ihr hier käuflich erworben habt. Auf die gleiche Weise, wie ihr auch exportiert habt, also nicht auf die gleiche Weise, aber natürlich, nachdem ihr exportiert habt, kann man auch Bibliotheken wieder importieren, um die Dateien, die man vielleicht verloren hat oder die man ersetzen möchte, wieder in die Bibliothek hineinzubekommen. Dazu müsst ihr oben, klicke ich jetzt mal weg, auf Datei, dann Bibliothek und in Bibliothek importieren. Dann geht ihr dorthin, wo ihr das alles hinterlegt habt, eure Sicherungskopie, die müsste ich jetzt mir nur noch finden, da oben, Sicherungen Bibliothek. Und jetzt habe ich es erst falsch gemacht. Es ist nämlich nicht Datei in Bibliothek importieren, sondern Bibliothek importieren. Und dann funktioniert das. Das ist etwas, und ihr habt gesehen, mich betrifft das auch, was ich immer wieder verwechsle. In Bibliothek importieren bedeutet, dass ihr einzelne Dateien importiert, und Bibliothek importieren bedeutet, dass ihr eine gesamte Bibliothek importiert. Dann könnt ihr auf eure Sicherungskopie zurückgreifen, diese auswählen und das Gesamte importieren. Das mache ich jetzt allerdings nicht, denn dann habe ich alles doppelt, was ich gerade eben erst gespeichert habe. Das möchte ich nicht. Aber noch einmal zur Wiederholung, also zuerst Datei, Bibliothek und dann Bibliothek importieren. Weil in Bibliothek importieren, da kann ich nur einzelne Dateien importieren. Da könnte ich jetzt zum Beispiel hierher gehen und mir überlegen, ich glaube, nee, bei Plottertante, hier könnte ich sagen, das möchte ich importieren, das kann ich auswählen, könnte jetzt sagen, okay, meine 3D-Karte Afrika. Und hätte das jetzt hier importiert, und da ist ja auch schon meine 3D-Karte Afrika Endversion. Die habe ich jetzt einzeln in die Bibliothek importiert. Das ist jetzt der Unterschied. Und wie ihr gesehen habt, landet die jetzt mal als erstes automatisch beim lokalen Nutzer, bei Benutzerdesigns. Wenn ich das jetzt verschieben möchte, kann ich das markieren und natürlich hier auch in meine Cloud legen. Ich ziehe das einfach her, lass los, dann seht ihr, es wird synchronisiert, gehe auf Benutzerdesigns und sehe hier meine 3D-Karte liegen. So könnt ihr also ein bisschen sortieren und schauen, welche Dateien ihr wo ablegen wollt. Ihr könnt jetzt die Bibliothek importieren und exportieren, als auch einzelne Dateien importieren oder eben auch speichern.